Zurück beim ADAC Masters Weekend Magazin, heute vom Lausitzring. Und da kümmern wir uns jetzt um den ATS Formel 3 Cup. Dieses Fahrzeug gehört Richie Stanaway. Er ist der Meisterschaftsführende in Deutschlands schnellster Formelrennserie. Der ATS Formel 3 Cup hat zuletzt Sommerpause und der Neuseeländer hat die Zeit genutzt und ist im Rahmen der Formel 1 in Spa in der FIA GP3 Serie am Start gewesen. Und da hat er direkt mal ein Rennen gewonnen. Jetzt gerade wurde im ATS Formel 3 Cup das Qualifying absolviert. Er hat die Pole Position geholt, dafür den Extrapunkt kassiert. Und ich würde vorschlagen, diesen Namen sollten Sie sich auf jeden Fall merken. Jung, ehrgeizig, erfolgreich, Richie Stanaway. Aktuell Führender in der Meisterschaft und das in seiner ersten Formel 3 Saison mit gerade einmal 19 Jahren. Ich versuche immer zu 100% mein Bestes zu geben. Ich will sicher gehen, dass ich alles aus mir heraushole, um vorbereitet zu sein für das, was noch kommt. Im vergangenen Jahr triumphierte der Neuseeländer noch im ADAC Formel Masters. 12 Siege, 5 zweite Plätze. Am Ende ein souveräner Gewinn der Meisterschaft. Für meine Karriere war der ATS Formel 3 Cup der nächste logische Schritt. Den habe ich vollzogen. Das ist wundervoll. Ich habe hier schon viel gelernt. Anscheinend mit Erfolg. Auch in dieser Saison fährt Stanaway allen davon. 12 Rennen, 9 Siege und das als Rookie. Einer, der es wissen muss, hat für den Erfolg seines Schützlings eine einfache Erklärung. Das ist rein Gefühl und wir können in unseren Daten schon sehen, dass er, es ist nur ganz wenig, aber seine Reaktionszeiten sind ein Tick besser wie bei den meisten. Das macht ihn besonders. Doch nicht nur das. Abseits der Strecke arbeitet Stanaway akribisch mit seinem Team daran, seinen Rennboliden von Lauf zu verbessern. Kommunikation ist dabei alles. Jüngstes Beispiel seiner Dominanz, der Doppelsieg am letzten Rennwochenende in Österreich. Der Mann mit der Startnummer 5 wieder einmal nicht zu stoppen. Die Konkurrenz verzweifelt. Ich konnte ihn zu keinem Zeitpunkt überholen. Er war einfach zu gut, das ist Fakt. Er sieht im Moment sehr stark aus. Also vor allem im Rennen auch. Es ist sehr enttäuschend. Die Formel 3 soll nur eine Durchgangsstation bleiben. Das selbsternannte Ziel, der Weltmeistertitel. Voraussetzung dafür, ein Cockpit in der Formel 1. Diese Chance bekommen nur wenige. Richie Stanaway bringt zweifelsohne alle Qualitäten dafür mit. Und die gilt es auch am Lausitzring abzurufen. Und es sah alles nach einer Fortsetzung der Erfolgsgeschichte aus. Stanaway in Rennen 13 zum 7. Mal auf Startposition 1. Und das bei strahlendem Sonnenschein. Perfekte Startbedingungen also, aber trotzdem war einer schneller, Marco Sørensen. Von Position 3 aus ins Rennen gegangen, mit der besseren Reaktionszeit und der Neuseeländer war geschlagen. Dahinter Markus Pommer im gelben Fahrzeug, aber der musste kurz nach dem Start zur Durchfahrtsstrafe rein. Die Startbox nicht optimal angefahren und dann auch noch rückwärts korrigiert, das ließ die Rennleitung nicht durchgehen. Ja, ich bin einfach nur wütend über mich selbst. Es war so, als es mir noch nie passiert, so ein Fehler. Und ja, mal schnell war ich. Vorne tat sich nicht viel. Stanaway klebte an Sørensen, ohne auch nur einmal einen ernsthaften Angriff zu wagen. Aber der Däne blieb immer in Schlagdistanz. Bis die erste Überrundung anstand und Luca Janakone zum Zünglein an der Waage wurde. Sørensen konnte locker passieren, aber Stanaways Weg vorbei führte geradewegs durchs Kiesbett. Kein Vorwurf an Janakone. Ich hatte halt einen ziemlichen Geschwindigkeitsüberschuss und wusste einfach nicht, wo ich hin sollte. Als ich dann links vorbei wollte, war die Kurve halt zu eng und so musste ich eben durch den Kies. Sørensen in der Folge enteilt. Stanaway musste sich diesmal mit Platz 2 begnügen. Immerhin kam er aber ins Ziel. Andere hatten da weniger Glück. Ein ganz böser Abflug von Toni Halbig. Allonday erwischte den Motorparkpiloten beim Überholversuch am linken Hinterrad. Die Folgen sehen Sie selbst.
Und es sei schon mal gesagt, Halbig blieb tatsächlich völlig unverletzt. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist. Unsere Reifen haben sich berührt und dann sah ich ihn auch schon fliegen. In so einem Moment läuft es einem natürlich kalt den Rücken runter. Das war schon hart. Mit freundlicher Unterstützung der Streckenposten konnte Halbig aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen. Um eine etwas unschöne Erfahrung reicher. Ja, es geht ziemlich schnell eigentlich. Danach kann man das auch gar nicht mehr so realisieren, was da genau passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich mich 4 oder 5 Mal unterschlagen habe oder nur einmal. Kann man nicht so richtig sagen. Man hofft eigentlich nur, dass es schnell vorbei ist und dass nichts Hartes im Weg steht. Auch seinem Sieg stand danach nichts mehr im Weg. Zum zweiten Mal in dieser Saison heißt der Sieger Marco Sörensen. Ein ganz schön hartes Rennen. Die Strecke ist ziemlich anspruchsvoll und Richie hat ordentlich Druck gemacht, das ganze Rennen über. Zum Schluss war es echt anstrengend, aber gut, ich habe gewonnen. Die Plätze 1 bis 6 nochmal in der Übersicht.